Ich werde heute in 3 Challenges gegen diese Survival-Expertin antreten. Das ist Imke, mein Name ist Timo und ob ich da überhaupt eine Chance habe, das seht ihr jetzt. Ah, wir sind hier im wunderschönen Centerparks Ferienpark Bispinger Heide, mitten in der Natur, wie ihr seht. Wie wir uns bei den Survival Challenges schlagen, wird von einer Jury bewertet und am Ende wird es einen klaren Sieger geben oder eine Siegerin. Wir werden es sehen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie soll ich als blutiger Survival-Anfänger überhaupt eine Chance haben gegen eine Expertin wie Imke. Deswegen gibt es bei jeder Challenge entweder für sie einen Nachteil oder für mich einen Vorteil. Bleibt unbedingt bis zum Ende dran, denn ihr könnt was gewinnen. Wenn ich gewinne, gewinnt ihr. Bevor wir jetzt in die erste Challenge starten, das ist unsere Jury für heute. Hanna, Jakob und Silke. Die drei werden sich ganz genau anschauen, was Imke und ich jetzt hier so verzapfen und am Ende eine Punktzahl vergeben. Wir sind jetzt hier im Wald und auch schon bereit für unsere erste Challenge. Da kommt sie auch schon. Also, Imke, wir haben 10 Minuten Zeit, um 3 essbare Wildkräuter oder Pflanzen zu finden. Alles klar. Und wie soll ich das jetzt schaffen? Wie? Imke ist gleich schon fertig. Ah, okay, so. Essbare und giftige Wildpflanzen. Ah, ich habe ein kleines Buch erhalten. Na gut, mal sehen, was sich so auftreiben lässt hier. So, Freunde, ich habe das Gefühl, Imke ist gleich schon fertig und ich habe hier dieses Buch bekommen. Was soll ich machen? Ja? Was soll ich tun? So, was ist der nächste Schritt? Also ich sehe jetzt diese Pflanze und jetzt schlage ich die hier nach oder wie ist der Plan? So, es sind ja auch nur 190 Seiten, die ich hier durchsuchen könnte, um das jetzt hier zu finden. Na gut, man könnte ja mal anfangen, dran zu riechen wenigstens. Also die sind es nicht, oder? Also das ist es nicht, würde ich mal sagen jetzt. Meine Erfolgschancen bei der Kräuter-Challenge, sind wir ehrlich, lagen von Anfang an bei null. Ich habe gar keine Ahnung. Und da hilft auch dieses Lexikon nicht. Ja? Also hätte ich stundenlang drin blättern können, das hätte nichts geändert. Oh, das ist nicht essbar. Das ist nicht essbar. Ich würde sagen, wir schauen mal weiter. An sich muss man sagen, so schwer ist es ja gar nicht. Huch, jetzt. Mann, der Wald ist gegen mich. So langsam läuft mir die Zeit davon. Ich meine, wir können ja mal an den Waldrand gehen und gucken, ob da was anderes wächst. So, jetzt sind wir hier angekommen. Also das sieht alles gar nicht gut aus hier. Also ich suche nach irgendwas, was ich kenne. Timo hatte einfach die perfekte Vorbereitung dafür und mit diesem Buch wäre jeder klargekommen. Im Buch steht doch ein Register. Warum hat er das nicht gefunden? Oh! Ah, was haben wir denn hier Schönes? Aber auch das. Also, ich muss sagen, der angebliche Vorteil, den ich hier bekommen habe, ist nicht besonders hilfreich. Timo hat wirklich alles gegeben, außer auf. So, wir haben jetzt das Problem, dass mir so langsam echt die Zeit davon läuft. Ich habe das Gefühl, ich habe dieses halbe Buch hier mir zumindest schon mal überflogen. Aber so richtig weit gekommen bin ich jetzt nicht. Also, das ist so der Bereich, in dem ich noch nicht war. Vielleicht findet man hier jetzt noch was. Ah, eine Pusteblume. Ich meine, wenigstens die kenne ich, oder? Wenigstens eine Sache. Aber hilft mir jetzt auch nicht weiter. Ah, ich meine, da könnte ich doch tatsächlich fündig geworden sein. Seht ihr, was ich sehe? Könnt ihr es erkennen? Das muss doch Löwenzahn sein. Ja, ich habe das Gefühl, dieses Buch ist vor allem zur Verwirrung hier gemacht, als dass es mir jetzt hier besonders gut weiterhilft. Aber da muss ich... Nee, ich finde es jetzt hier auch nicht. Er musste nur alphabetisch nachlesen, was wo stand. Und nein, noch nicht mal das hat er geschafft. Er hat einfach nur Löwenzahn gefunden. Löwenzahn. Löwenzahn, das einfachste Kraut, das könnte jedes Kleinkind draußen im Garten erkennen. Aber ist auch egal. Ich hab keine Zeit. Fakt ist, entweder habe ich jetzt hier den Löwenzahn oder ich habe die Challenge verloren. Beziehungsweise wahrscheinlich habe ich das eh, aber dann kann man wenigstens etwas hier mitnehmen. Ich würde jetzt einfach... Das muss Löwenzahn sein. So, Jury. Ich bin ja hier dann doch fündig geworden. So, ich präsentiere euch stolz Löwenzahn. Löwenzahn. Ja, den ich hier finden konnte. Genau, schaut mal drauf. Also Begeisterung sieht anders aus, das sage ich ehrlich. Er hat letztendlich leider nur den Löwenzahn gefunden. Bisschen schade, aber hey, Löwenzahn ist doch super. Ich persönlich liebe Löwenzahn und ich fand, er hat das toll gemacht. Jury, ich glaube, ich habe 5. Also ich war so begeistert von Imke. Die ist da direkt zu einer Stelle gerannt in den Park. Zack, zack, zack. Als allererstes gefunden habe ich den Spitzwegerich. Ist essbar.
Schmeckt auch gar nicht so schlecht. Daraus kann man noch, wenn man krank ist, Hustensaft machen. Einfach einen dicken Sirup draus machen. Mit Zucker und Honig schmeckt er ein bisschen besser als pur. Ihr könnt auch, wenn ihr Stiche habt, das Zerkaute nehmen und auf euren Stich draufreiben. Das hilft gegen die Schwellung und gegen den Juckreiz. Gefunden habe ich Klee. Welchen vierblättriges finde, habe ich Glück. Auch essbar. Ja, Imke hat da jetzt vielleicht 5 Kräuter gefunden. Aber was sind schon 5 Kräuter als Rangerin? Wir haben hier die Eiche. Ich möchte ein Eichenbaum werden. Und die Eiche, wenn ihr da die Nüsse, also die Eicheln, röstet und die Bitterstoffe auswascht, auch dann könnt ihr die verarbeiten und essen. Hier habe ich noch ganz viele Preiselbeeren. Kennt ja jeder vom Wildessen. Roh ist es wirklich nicht lecker. Aber als Gewürz auch in der Outdoor-Küche eine ziemlich coole Sache. Zuletzt Nummer 5, die Hagebutte. Auch die kann man essen oder Tee draus machen. Und schmeckt auch super als Marmelade. Da kann Timo natürlich nicht mithalten. Ja, ich würde sagen, das lief ja nicht so gut für mich. Das liegt im Auge des Betrachters. Ich hatte genügend Zeit, noch hinter dir herzulaufen und dir zuzugucken. Und, soll ich dir was verraten? Ich fand es mega lustig, dass Timo die richtigen Kräuter gefunden hat. Essbare Kräuter, auch relativ schnell in der vorgegebenen Zeit. Sie aber nicht als essbar identifiziert hat. Du hast 3 essbare Pflanzen gefunden und auch 3 essbare Wildkräuter. Ich hätte gewinnen können. Du hast es nur nicht identifiziert und als nicht essbar klassifiziert. Ich hätte gewinnen können. So typisch, es ist so typisch. Also du hättest es in den 10 Minuten, glaube ich, hingekriegt. Ich war schneller, jawohl. Aber grundsätzlich, gefunden hast du sie, nur nicht erkannt. Man muss sagen, mein Buch war nicht sonderlich hilfreich. So, Challenge 2. Diesmal muss ich mich mehr anstrengen, auf jeden Fall, wenn ich gewinnen möchte. Da kommt sie auch schon. Baut einen stabilen Unterschlupf im Wald. Imke darf nur Laub und Stöcke benutzen. Ich darf alles benutzen und ich bekomme auch Hilfsmittel, scheinbar. Aha, vielen Dank. Perfekt. Und von mir kommst du ein Messer. Ich habe auch eins. Ah ja, alright. Na dann, so wie ich es verstanden habe, die Unterschlüpfe. Imke, deiner kommt hier hin. Meiner kommt da vorne hin, ich würde sagen. Passt. Alles klar. Let's go. So, was macht man hier überhaupt? Also, ich habe folgenden Plan, weil ich ja alles benutzen darf. Da hinten liegt so ein bisschen Geäst rum, so wahrscheinlich also so mit Tannennadeln. Das müsste doch ein gutes Dach eigentlich sein. Also ich werde jetzt, glaube ich, das einfach davon ein bisschen was rüberholen, das mit meinen Kordeln hier festbinden. Dann wird das schon. Haha, ey, da ist man 30 Sekunden gefühlt weg. Und das halbe Ding steht schon bei ihr. Fertig, ist das Funkgestell. Einfach, das sieht besser aus als ich glaube an meine Dachkonstruktion. Das wird super. Du bist noch überzeugt, ne? Ja, ich habe keine andere Wahl. Ich bin jetzt committed auf meine Dachkonstruktion. Also meine Vorstellung ist sie hat jetzt zwar dieses Grundgerüst, hat sie jetzt vielleicht gemacht. Okay, ja. Aber ich habe dieses Dach und ich werde es gleich aneinander binden, die ganzen Zweige hier. Und werde das da schön aufhängen. Und dann werde ich sowas von im Schatten liegen, da werdet ihr aber noch gucken. Also ich muss ehrlich sagen, bevor wir angefangen haben, diese Hütte zu bauen, dachte ich, ich hätte den Masterplan. Aber lang hat es nicht gedauert, bis ich gesehen habe, dass das hier zum Scheitern verurteilt war. Ich habe mit den 2 Gabelungen meinen Eingang gebaut. Die verzahne ich ineinander. Und dann wird einfach nur dieser große Stock drüber gelegt, zum Stabilisieren. Hier lehne ich alle möglichen Stöcke an, dass ich die Seiten dicht kriege. Und dann nehme ich Laubpaket und schichte das dann, dass ich so Laubschindeln habe, dass das Wasser schön vom Laub runterläuft. Und wenn ich genügend Zeit habe, kommt noch Laub in die Hütte. Das ist so gemein. Ich habe mir das irgendwie einfacher vorgestellt, man muss ehrlich sein. So. Also hätte ich Timus Leistung erbracht, ich persönlich hätte abgebrochen, spätestens nach der 2. Challenge. Ey, so langsam muss ich ehrlich sagen, ich verliere ein bisschen das Vertrauen in meinen Plan. Wenn ich mir angucke, was Imke da drüben errichtet hat, das sieht aus, als wäre das, also wenn die so weitermacht, das ist wahrscheinlich Hurricane-fest. Auf gar keinen Fall regendicht. Ich fand es aber sehr toll, wie optimistisch er war und für kleine Details gesorgt hat. Schon schwieriger Gegner, die Imke. Durch das Laub, ich kann mal den Anfang hier schon machen, der ist ja so gut wie, nein, ich muss im großen Stil Laub sammeln. Mache ich mir hier die Pakete von unten nach oben. Da darf Erde und Dreck dazwischen sein. Vom Grundprinzip her bastel ich mir so Isolation und einen Regenschutz. Ah, ich meine, hier das hält schon mal nicht, ne? Das, oder vielleicht können wir, so müsste eigentlich das weitestgehend. Also sagen wir es so, die Grundidee ist, glaube ich, nicht schlecht hier. Ich muss nur diesen Stab jetzt befestigen. Kein Knoten der Welt wird das hier halten. Ich habe eine andere Idee. Ey, das ist ein, ei. Also, wie ihr seht, meine Dachkonstruktion, die steht schon mal, ja.
ob das Ganze hier wasserdicht ist mit meinen Dachziegeln. Ja, muss man dann abwarten. Aber so grundsätzlich nimmt Form an. So. Silke, ne? So langsam. Aber ich gebe nicht auf, ich bleibe dran. Noch ist nichts verloren hier. Ah, wobei, wenn man sich das hier so anschaut, ja, vielleicht wird es doch eng für mich. Vielleicht wird es doch eng. Die Luft dazwischen drin hat man hier eine gute Wärmeisolierung, dass man nicht so viel Wärme über die Luft verliert. Das Wichtigste ist nachher aber, dass ich vom Boden her noch eine fette Schicht Laub reinlege. Wenn es richtig kalt wird, macht man das Laub bis unter das Dach, legt sich dann da rein und hat von oben unten überall eine Wärmeisolierung. Und wenn man es richtig packt, hier genügend Laub drauf hat, dann ist es auch wasserdicht. Denkst du denn wirklich, dass dein Konstrukt hier auch gut getarnt ist im Wald? Getarnt? Ja, natürlich, getarnt. Guck dir das an, guck dir deins an. Ach, das passt schon. Tiere sehen doch nicht so gut, oder? Kann ich mir den hier nehmen oder ist der hier fest? Du darfst alles nehmen. Ich darf alles nehmen, ja gut. Dann nehme ich lieber den, er ist noch näher dran hier. So, in meiner Hütte kann man sitzen. Aber selbst so könntest du zur Not trocken und sicher schlafen? Ja. Selbst in diesem Zustand? Bei der Temperatur jetzt nachts ist es gar kein Problem. Die eine Seite reicht, weil die Seite ist trocken. Hast du das gehört, Timo? Bitte? Bei Imke ist eine Seite definitiv trocken und es wird reichen. Was sagst du dazu? Bei mir auch, trocken. Mhm. So, Imke, Zeit ist rum. Mal sehen, was die Jury sagt. Schöne Deko hat er gewählt, ne? So passt zu dem kleinen Bäumchen, hat er auch die Tannen ausgewählt. Mhm. Hat eine Sitzfläche. Also ich finde, das Grün ist nicht das Gleiche. Also ich finde, das harmoniert fantastisch. Ich frage mich nur, warum er nur zwei Materialien verwendet hat. Er hätte ja mehr verwendet. Er hätte alles nutzen können. Ja, genau. Ja. Es windet, wo nur kann. Also wetterfest ist es nicht. Sollen wir die Stabilität testen? Ja, ja. Schauen wir mal, ob das hält. Schon. Genau. Wenn wir alle mal ein bisschen dran wackeln. Ein bisschen, naja. Also ich würde da jetzt... Oh. Also damit hat ja keiner gerechnet. Trotzdem schön. So, nachdem meine Hütte dem Härtetest der Jury dann ja doch nicht standgehalten hat, sind Imke und ich jetzt hier bei Challenge 3 angelangt. Da kriege ich sie auch schon zugereicht. So, wer macht das bessere Feuer? Sammelt Materialien im Wald und entzündet dann ein Feuer. Die Jury bewertet, wessen Feuer das bessere ist. Timo kriegt ein Hilfsmittel, mit dem er kinderleicht das Feuer entzünden kann. Okay, da bin ich gespannt. Was kriege ich denn hier Schönes zugereicht? Okay. Aha, also ich sehe einen Feuerstein. Und was ist das hier? Das ist eine Kordel. Die kannst du ganz fein aufribbeln, sodass so diese Art Wolle entsteht. Ah. Okay. Damit kriegst du kinderleicht ein Feuer hin. Das müssen wir dann noch sehen. Also die Kordel ist mein Vorteil. Feuerstein hast du auch, Imke? Den habe ich auch, jawohl. Perfekt. Ich würde sagen, dann ab in den Wald, Material sammeln. Let's go. So, wir sind jetzt hier bei der Materialsuche angekommen. Ich muss jetzt gucken, ich brauche Holz, glaube ich. Und auch was, um das Ganze zu entzünden. So, also wir nehmen hier sowas. Je trockener das Holz, desto besser, würde ich mal denken. So, hier nehmen wir einfach mal ein bisschen was hier mit. So. Das müsste doch schon hier doch schon gut aus. Und was wir jetzt brauchen, da hinten sehe ich es nämlich schon. Ich habe mal gehört, dass man Baumrinde nutzen kann, um ein Feuer zu entfachen. Ah, das sieht doch gut aus. Die Birke, die häutet sich regelmäßig, wenn der Stamm wächst. Das hier ist perfekter Zunder. Braucht noch ein bisschen mehr. Wie kann ich das ganze Ding mitnehmen? Nummer eins. Pack mir das schon mal bereit zum Tragen nachher. Gucke ich noch mal nach dickeren. Und ich habe ja noch von Imke das Messer hier dabei aus der vorherigen Challenge. So, damit werden wir jetzt mal hier gucken, dass wir mal schön ein bisschen hier... Wobei, ist das hier brennbar? Ist das hier gut? Ja, doch. Doch, 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 doch. Ich glaube, das müsste es sein. Ich glaube, das ist die erste Challenge, in der ich tatsächlich den Hauch einer Chance habe hier auf jeden Fall. Wichtig ist, dass die Rinde ab ist oder abgeht. Beim Brechen hört man ein helles Knacken. Das ist trockenes Holz. Okay, ich würde sagen, ich bin fertig. Bei Imke, ich sehe schon von hier, das ist wieder alles, ist schon viel weiter auf jeden Fall. Huch. Wir holen jetzt mal noch weiteren Zunder. Ich habe mal gehört, man braucht circa eine Handvoll, um ein Feuer zu machen. Ich würde jetzt mal hier ein bisschen hier noch einpacken. Oh, zapfen. Oh, jetzt noch hier mit einpacken. Zack, zack, zack. Und eigentlich
Eigentlich müssten wir jetzt hier schon am Start sein. Ey, und ich glaube, meine Strategie wäre jetzt halt die Kombination hier und darauf der Zündstoff, der Zunder. Und dann müsste das eigentlich funktionieren. Dann müssen wir eigentlich ein kleines Feuer haben. Let's find out. So, Material ist da. Ganz wichtiger Hinweis, macht kein Feuer im Wald oder in der Nähe von Wäldern. Wir sind hier in einem abgesicherten Bereich. Und damit, let's go, wer das bessere Feuer macht. So. Also, ich würde jetzt mal hier eine Basis bauen erstmal, ja, mit dem dickeren Holz. Wir haben hier so eine kleine Windkuhle ausgegraben, damit wir hier nicht dem Wind so stark ausgesetzt sind. Ich habe ordentlich Rinde gesammelt und suche mir jetzt die besonders feinen Stücke raus, die dann auch den Funken einfangen sollen. Die Birkenrinde hat ordentlich ätherische Öle, weswegen das ein so vortrefflicher Zunder ist. Sie brennt schnell, sie brennt leicht und sie brennt heiß. Das Einzige, was ich vom Feuer machen weiß, ist, dass man Holz braucht und dass das hier irgendwie dicht beisammen sein muss, um Feuer fangen zu können. Deswegen ist Stuart hier mein Bestes. Jeder weiß eigentlich, dass man den Zunder bei einem Feuer ganz nach unten legen muss. Also die Erklärung von Timo fand ich phänomenal lustig, weil er hat genau das Gegenteil gesagt von dem, was man eigentlich macht. Mit kleinem Holz anfangen, aber sein Feuer hat super gut gebrannt. War ich begeistert. Ein bisschen Rinde habe ich auch gesammelt und muss das hier abwarten. So, was? Einfach, es ist gut. Das Feuermachen ist meine absolute Lieblingsdisziplin. Ich habe so viele verschiedene Arten schon ausprobiert, bin auch hobbymäßig ganz viel dabei. Also da hat Timo keine Chance gehabt. Es ist ja, ich muss jetzt ja auch. Als Erstes nehme ich jetzt die ganz feinen, kleinen Äste, um mein Feuer jetzt erstmal groß zu kriegen, in Gang zu kriegen. Man darf nicht zu schnell zu groß werden. Deswegen habe ich mir auch hier diese schönen Fichtenäste rausgesucht. Die sind nämlich fantastisch. Sie sind trocken, sie sind dünn. Ich habe von jeder Stärke was dabei. Das läuft. So, meine einzige Chance ist dieser Joker, den ich hier ja habe. Werde ich mal hier oben kurz drauf positionieren. Und jetzt wird schon ganz warm hier von Imkes Feuer. Mein Feuerstein, mein Messer. Sprech die Gebete aus. Oh ja. Funken habe ich. Das ist schon mal der erste Schritt. So, warte, ich mach noch kurz hier. Okay, die Funken allein, die scheinen nicht zu helfen. Ich versuche jetzt mal hier meine Kordel so ein bisschen mehr aufzureißen und zu gucken, ob ich da leichter mit ans Ziel komme, damit es einfach noch kleinfaseriger wird und schneller sich entzündet. Boah, das ist, also Funken kriege ich hier ohne Ende. Ja, es brennt. Ich fasse es ja nicht. Dass das heute geklappt hat, war wirklich pures Glück. Das lag nur am Wetter. So, jetzt werde ich mal ein bisschen den Wind schützen. Also eigentlich soll man ja pusten, ich weiß aber nicht, wann man pustet. Aber wobei, das sieht doch gut aus, Freunde. Also Challenge 3, muss man realistisch sagen, war dann tatsächlich ja mein einziger Lichtblick heute. Ja? Muss man so sagen. Mein Feuer hat gebrannt, es hat lange gebrannt. Als ich gesehen habe, wie viel mehr Material Imke für das Feuer gesammelt hat, habe ich mich kurz mickrig gefühlt. Aber am Ende zählt das Ergebnis, Freunde. Und mein Feuer war an. Wer hätte das gedacht? Aber ich sehe, Imke liegt hier schon ordentlich nach gerade. Bei mir ist jetzt hier gerade mal die Basis am Start. Also Timos Feuer war einfach nur wow. Er hat das so toll gemacht. Klar, er hätte am Anfang da irgendwie noch mal ein bisschen gucken können, wie er das ganze Holz so ein bisschen drapiert. Aber am Ende hat das Feuer gebrannt. Und ich finde, er hat das super gemacht dafür, dass er wirklich ein absoluter Anfänger ist. Wie groß möchtet ihr es haben? Ich muss sagen, ich bin jetzt ein bisschen ratlos, wie man weitermacht. Bei Imke sieht das hier schon, sie hält das Feuer richtig am Leben. Meins ist hier schon, glaube ich, wird eher wieder kleiner, ehrlicherweise. Aber ich habe auch kein Material mehr, also was soll ich machen? Mir bleibt nichts anderes übrig, als mir das hier anzuschauen. Aber ey, ich muss sagen, ich persönlich bin stolz, weil es ist natürlich jetzt, der Vergleich ist natürlich jetzt wirklich hart. Ja? Man muss sagen, wie es ist. Aber es brennt. Es brennt. Ich denke mal, es wird Zeit für die Jury, oder? So, was sagt ihr? Ja, Timo, du hast ja leider nur eine Pflanze gefunden. Allerdings Löwenzahn und ich liebe Löwenzahn, deshalb total toll von meiner Seite aus. Deine Hütte war wirklich wunderschön. Ich fand die Deko-Elemente traumhaft. Leider ein ganz klein wenig instabil, aber da drücken wir mal beide Augen zu. Und dein Feuer war wirklich einfach nur klasse. Das hat so lange gebrannt. Also da kann ich nur sagen, ganz tolle 6 von 10 Punkten von mir. Imke, bei dir Wahnsinn. Du hast 5 Kräuter gefunden, obwohl du eigentlich nur 3 finden musstest. Also ich bin hellauf begeistert. Deine Hütte war fantastisch. Da würde ich mich direkt eine Woche einbuchen. Also wirklich großartig. Und das Feuer, ich habe noch nie jemanden so schnell Feuer machen sehen. Also da kann man wirklich nur klatschen und ganze 10 von 10 Punkten geben. Timo,
Du hast nur ein Kraut gefunden, schließ mir das mal ganz schnell ab, das war nix. Die Hütte, ich sag mal, mein mentaler Zustand war stabiler als deine Hütte in dem Moment. Feuer fand ich persönlich ein bisschen klein. Sind wir mal ehrlich, dass das gebrannt hat, war nur Glück. Alles in allem, trotzdem für Anwesenheit jeweils ein Punkt und dein Feuer hat ein bisschen länger gebracht. 4 Punkte an dich. Danke. Danke trotzdem. Imke, du hattest 5 Kräuter. Ich hätte da ein bisschen mehr erwartet, weil du hast halt schon eigentlich jahrelange Erfahrung. Ausbaufähig bei deiner Hütte, die sah fast solide aus. Ich hätte die Mittelstange ein bisschen stabiler gebaut, ne? Weil das war schon sehr federnd. Wäre da ein Windstoß gekommen, kritisch. Aber ja, ich sage mal so, dein Feuer hat es gerettet. Ich meine, ich hätte eher von dir schon ein größeres Feuer erwartet, aber es war schneller an und es hat seinen Job getan, sagen wir mal so. Dementsprechend würde ich dir eine ganz solide 7 geben. Dankeschön. Ja, Timo, die erste Challenge mit einem Buch, wo eigentlich auch ein Register drin steht, da hättest du ruhig was finden können. Das war alphabetisch sortiert. Da hättest du mal nachschlagen können. Das wäre schon hilfreich gewesen. Du hast wenigstens den Löwenzahn gefunden. Löwenzahn? Löwenzahn. Die Hütte, die ist ja nun zusammengestürzt, war auch sehr luftig. Ich glaube nicht, dass sie ein bisschen Regen abgehalten hätte. War aber aufgrund deines Optimismus und deiner schönen Dekoration, fand ich sie auch irgendwie nett. Und dann das Feuer, da war ich ganz begeistert. Ja, es brennt. Ich fasse es ja nicht. Du hast zwar das Gegenteil erzählt von dem, was man macht, also die großen Hölzer nach unten und ne, dann hast du zum Glück noch an deine Hilfsmittel gedacht, um das Feuer anzukriegen. Aber hinterher, das hat ja super gebrannt. Also, wie groß möchtet ihr es haben? Ich war ganz begeistert von deinem Feuer. Das war richtig super. Und von daher bekommst du von mir keine 9, aber eine 6. Ach, danke dir. Ja, das Register, ich habe es übersehen. Ich habe es dann später auch noch gefunden. Ja, schade. Imke, die Kräuter waren ja in Nu gefunden. Alles, was man essen konnte. Du hast so viele tolle Tipps dazu gegeben. Das mit dem abschwellenden Spitzwegerich war es. Das habe ich mir extra aufgeschrieben. Fand ich sehr interessant. Super gut. Die Hütte hat mich total begeistert. Also das kann ich mir richtig gut vorstellen, dass man da auch in der Kälte übernachtet. Leider hast du sie nicht ganz geschafft, aber die Zeit war natürlich auch ziemlich knapp. Und dann das Feuer, das war mega gut. Also das hat ja gefunkt, das war schnell an, das wurde immer größer. Also insgesamt muss ich sagen, bin ich super begeistert und gebe dir eine 10. Ja, Imke, es ist eindeutig, ja, die Jury hat ihr Urteil gesprochen, du bist die klar verdiente Siegerin. War ein richtig cooler Wettkampf, ja, vielen Dank dir dafür. Du bist der Gewinner der Herzen. Ja, ja. Das waren einige Sympathiepunkte. Hoffentlich, hoffentlich, meine einzige Chance hier heute. Vielen Dank fürs Zuschauen, lief ja leider nicht so gut für mich heute. Dennoch habe ich was für euch, einen kleinen Trostpreis. Schaut dafür unbedingt auf dem Centerparks Instagram-Channel vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Abonniert auch diesen YouTube-Kanal und generell alle anderen Centerparks Social-Channels, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst. Ich verspreche, ich streng mich noch mehr an. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, euer Timo, bis zum nächsten Video.